Ah, das war jetzt nicht so cool, aber naja, ist okay. Hallo YouTube, ne? Hallo. Probieren es mal. Oh Mann, Standard heißt man hier, also zu dritt mit Lukas im Commentary. Einfach nur, weil Henry, keine Ahnung. Lukas, tu so, als wärst du unser vierter Mann. Also entweder Henry ist hier, oder Henry war so müde, dass er kurz vor Mission... Alles gut. Oder er war entweder so müde, dass er kurz vor Missionsende den PC runtergefahren hat und uns die Mission deshalb verkackt hat, weil als er offiziell rausgeflogen ist, was auch immer jetzt der Fall war, wir unterstellen einfach mal nix, startet die Mission halt neu. Wir konnten auch nicht direkt neu starten, wir mussten nochmal herfahren, Mission neu hosten, aber ihr habt den Anfang wahrscheinlich von der letzten Mission gesehen, weil das zu witzig war, als dass Leon das rausschneidet. So, komm, wir fahren jetzt nochmal im SUV. Das ist so geil, dass du wieder runtergeklatscht bist. Bitte? Leon schneidet deine Videos kaputt. Ab und zu gibt's das. Wow, oh nein, weil Leon drin sitzt. Genau. Jetzt krieg ich die Auszeichnung, wartet. Oh oh. Für die Auszeichnung. Oh oh. Das Hanfbäumchen! Wow, weiter! Das waren genug Überschläge, glaub ich. Ich steig jetzt auf. Ich hab keine Auszeichnung. Das Bäumchen steht richtig hart. Was ist das denn? Das kann ich als vierter Mann bestätigen. Ah, ich lebe wieder. Leon, du musst. Ich hab die Auszeichnung nicht bekommen. Du musst dabei aussteigen oder irgendwas. Oh, das Auto ist kaputt. Ja, dann müssen wir doch wohl in den Einzelsitz anfahren. Ich will den Baum auch nicht mehr haben hier. Der Baum ist doch doof, Der Baum steht ja nur schief. Ich glaube, nach der Vorbereitung starte ich mal mein Spiel neu. Besser ist es. Warum steckst du denn alleine in Auto ein, du Trottel? Hm? Achso, okay. Nee, du warst bei mir schon wieder am Wegglitschen. Moment. Echt? Ja, du bist wieder. Können wir dir einsteigen? Oh nein, oh nein! Okay, komm, ich kann nicht mehr aussteigen. Ja, wir fliegen ja auch schon bei mir. Jetzt bist du ausgestiegen. Ja, bist du uns vom... Boah! Das ist so eine verbackte Scheiße. Was ist denn, wenn du nicht mit alles aufs Motorrad setzt? Oh, willst du vorher neu starten? Ich kann halt nichts dazu sagen, so. Oh, ich weiß. Das ist wahrscheinlich keine verbackte Scheiße. Wahrscheinlich hat er was gemacht, wenn die Bäumchen im Auto sitzen, die ganz krass sind. Eben ging's nur kurze Zeit lang, aber danach halt nicht mehr. Eben haben wir's so, ja komm, wir machen das. Oh, das ist dann fahr ich alleine, weil dann backe ich nicht rum. Echt? Nur wenn du bei jemand anderem sitzt? Weil bei uns bist doch du alleine gebackt, aber bei dir selbst nicht? Nee. Ey, deshalb habe ich dich Idiot genannt. Sorry, du bist bei mir schon angefangen in den Himmel zu fliegen und so. Dachte ich so, warum steigst du doch alleine ein, du Depp-Chef, so nach dem Motto, weißt du? Ich wollte nicht gefühlsverletzend zu meinen harte Zeiten. Du musst aber ziemlich gefühlsverletzend machen, muss ich schon sagen. Sonst können wir auch zu viert in den Wagen fahren, vielleicht Bug. Ach, keine Ahnung. Und das schwebt. Leon, du hast kein Bäumchen mehr, das schwebt jetzt hier. Ja, stimmt. Dann steig ein, Leon. Bug ich rum? Sehr gut. Steig ein, oder so. Ah, oh, das Bäumchen, ja, du hast es verloren, Alter. Es ist einfach. Es hat sich von dir getrennt, Ihr seid keine eineigen Zwillinge mehr. Hat sich von mir abgestoßen. Lebt jetzt sein eigenes Leben. Leons kleines Bäumchen wurde hart und hat das andere kleine Bäumchen rausgedrückt. Oh Gott. Böse Gedanken in meinem Kopf, die gerade. Oh, und schon wieder den Zaun umgefahren. Oh Mann, GTA. Wie gesagt, böse Gedanken geiler, in meinem Kopf. Geile Titten abgebrust, würde Happy das jetzt nennen, Alter. Warum auch immer und was auch immer abgebumst ist, Alter. Müssen wir den Meister. Happy nennt sein GTA einfach geile Titten abgebumst. Boah, in meinem Wagen ist halt echt nicht so gut. Warte, achso, du fährst alleine, ich wollte sagen, hä? Mein Wagen ist nicht gut, Alter, du bist ein Leid. Mein Wagen? Ja, ich bin verstanden. Oh, yeah, hat Henry eigentlich vorhin wieder Haftbomben an unser Flugzeug geworfen, oder? Ja. Warum? Wenn er es wirklich gemacht hat, bist du 100% sicher? Er hat eine Haftbombe an den Flügel geworfen. Wenn irgendeiner der Lenkraketen das getroffen hätte, hätten wir doch mehr Schaden bekommen wahrscheinlich. Ja. Ich als vierter Mann kann das bestätigen. Ja, nice, dankeschön. Ja, als was? Als vierter Mann kann Lukas das bestätigen. Ach so. Ja. Ah, mein Pop, es tut weh. Wow. Lukas, kannst du dir mal massieren? Klar. Danke.
Aber ist fies, dass ich nicht diese Auszeichnung bekommen habe, ne? Ich habe die halt irgendwie bekommen, als ich gestorben bin, oder war das beim Respawn? Erst habe ich die als Gold-Auszeichnung bekommen und dann als Platin. So, jetzt kann ich jetzt sagen, Alissa, sitzt du vorne oder hinten? Ne, wo saßt du eben und wo sitzt du jetzt? Du sitzt jetzt hinten, saßt du eben auch schon hinten oder vorne? Ja. Ne, weil einer von euch bitte gleich die Rolle übernommen, die Henry hatte, dass er diese Bomben abwerfen kann. Mit denen ist das dann ultra useful. Und Henry hat zu lange, ja. Henry hat zu spät gecheckt, dass er das tun konnte. Ich fahr das Auto lieber sowieso mal weg. Jetzt komm, Leon! Ja, er ist wieder ins Auto eingestiegen, komm, als ich hier einsteigen wollte. Ich hab meinen Arsch blutet. Lukas, du bist zu grob. Nein, bin ich nicht. Okay, das Problem ist, sie sitzt jetzt irgendwo im... Was soll das? Sitzt jetzt hier irgendwo vorne, ne? Ich bin zärtlich zu deinem Bobo. Jetzt kann ich die Bombenschächte selbst machen. Ich glaube, wir schieben by the way... Nee, das kann ich halt selbst E drücken, um die Bombenschächte zu öffnen. Ah? Was denn? So, halte für den Bombenteppich gedrückt, eher um die Abwurfkamera nach unten zu wechseln. Ja, ja, alles. Ich kann das. We got this team, we got this. Wer ist jetzt am MG? Ich kann gerade noch nichts machen. Ich kann auch nichts machen, ist das langweilig? Oh, ich habe eine Radiosendung gehört. Nee, ich kann nichts machen, leider. Hallo. Hi. Ah, ich mache es nicht. Kürzer Mann, wie läuft's? Antwortet er nicht. Vierter Mann? Ja? Wie läuft's? Am viertesten. Am viertesten? Oh, wir sind halt so schnell, ich krieg auch die Bomben da abgeworfen. Oh, bei mir auch. Scheiße. Wir drehen gerade wieder. Ich kann halt nichts bedienen, das ist richtig lame. Ich muss ja mal aussteigen. Kann man versuchen, was passiert, wenn ich aussteige? Steig bitte nicht aus. Alter, theoretisch. Wir haben hinlaufen, Waffbombe ran, fertig. Ist okay, die sind neu unwichtig. Aber beim Runterfliegen? Verlieren die, da fallen die Bomben halt, so, dann treffen wir nicht. Ich halte mal meine Fresse, wie wär's damit? Ich mach auch deine Soundeffekte. Ich weiß, wie ich Marvin Soundeffekte mache. Hoi. Ich jetzt noch was bedienen könnte, Mann. Scheiß Beifahrer. Aua, Deodorant auf meinem Finger. Lol. Ich will den Radiosender gerade, Mann. Hast du die Hand gehoben einmal? Ich? Ha! Du hast quasi so, die, so eine Faust gemacht und dann so das ist so, ja. Eine Meme, Alter. Verstehe ich nicht. Ja, dieses Meme, mit der, wo SpongeBob oder alle Charaktere immer so die Faust so nach unten halten. So. Also nach unten, den Arm so nach unten. Und die Faust so ballen, weil sie irgendwie wütend sind oder so. Ach, das? Das Meme, was wir alle kennen und lieben. Das kennen halt eigentlich viele. Das ist geballt. Letztes also Jahr. Ich kenne einen SpongeBob. Nee, das ist der Vogel. Nee, nicht der Vogel mit dem Nachäffel und nicht das Neandertaler-Meme. Nicht. Boah, zu viele SpongeBob-Memes oder Simpsons-Memes. Oh Mann, ich hätte den Motor ausgemacht, damit ich da
besser fliegen kann, ging trotzdem nicht. Das Leben als Beifahrer, ey. Beifahrer Flow. Hieß nicht so ein Lied von Lion? Ich glaube schon. Lion? Geil. Lieblings. Lion T, was auch immer. Nee, nee, ist schon richtig. Ich wollte nur sagen, Lion, also ob ich richtig gehört habe, meine ich. Ja, Leon. Leon, der kleine Wichser. Ja. Ist er Lion, heißt eigentlich Leon, richtig? Leon TV. Ja, Leon TV. If you know what I mean. And you do know what I mean. Ja, wir wissen, was guter du meinst, Kitter, Mann. Gute Arbeit, by the way. Danke. Ich hab mich getraut! Ich bin gleich im Wasser landen. Hätte ich im Wasser gelandet, wären wir im Wasser gelandet, hätte ich dich erwähnt. Hier ein Laser. Ich schieß die Railgun. Hier ein Laser. Jungs, ich schieß die Railgun. Laser. Mit Z-O-R, bitte. Laser. Und hier haben wir ihn verkackt, oder? Ja, aber jetzt bin ich da, als vierter Mann. Oh, 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 oh. Ich konnte nicht mehr lenken, so wirklich. Das ist einfach von alleine. Meine Karte ist gerade kurz verschwunden. Ist okay. Hallo, Merkel! Hi! Schnauze. Schwarze Merkel. Das war. Danke, Merkel. Okay, can I get a status report, Mr. Crest? Not good. We've calmed things down, but if Avon's gonna be stopped once and for all, we have to shut off Clifford's connection. Where is Avon? Where is Clifford? Can't we just unplug it? It doesn't work quite like that. What with it not being 1987, I'm trying to find him. Warum habe ich meinen Helm als einziger? Bei mir habe ich meinen Helm nicht mehr auf. Aber alles hat. Ich habe. Alright, people, stay alert. Hast du den Helm noch auf? Ich habe auch keinen auf. Ich habe auch keinen. Ah, hat immer bei sich selbst die Person den Helm nicht mehr auf. Never mind. Das sagen, ey. Das Leben als Beifahrer, wa? Ja, das Fliegen war halt auch nicht so. Nicht so Bombe, das Ding würde ich mir auch nicht kaufen, das war nicht so geil. Kannst lieber ein Avenger. Ganz cool, dass man den heißt, wenigstens die ganzen Dinger auch mal so. Ich krieg auch weniger hier RP. Ich hab zwar ein Level abbekommen, genau wie Alissa, aber ich hab gerade 100, 400 RP oder so weniger bekommen als sie. Karma. Yeah, let's get nice. Play, 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 play. Black, black, black screen. Achtung, beim Beitritt zur Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte kehre zu Grand Theft Auto V zurück. Ja, geil, bei mir auch. 10 vor 1, PogChamp. Wird jetzt bestimmt wieder nichts. Wir gucken, wie wenig Sterne. Hat jemand im GTA Online Let's Play das, den Singleplayer. Verkehrte Welt. Nee. Ja. Wa, du. Bin ich jetzt Franklin heck, oder wa, Michael? Heck, ich bin Trevor. What the heck. Ich bin Trevor im Stripclub. Also ich bin meist eigentlich Michael. Besser ist er. Ich bin in der Lobby immer noch wieder nachgejoint. Warte, ist Franklin besoffener Trevor wohlgemerkt. Charakter aus GTA oder nicht? Ich bin ein besoffener Trevor. Alter, Franklin. Ja, ist der. Ist ein Klugheiliger. Ja. Franklin ist der Kumpel von Lamar Davis, Junge. Der. Wieder? Ja, richtig. Ich wollte das Wort nicht sagen. Ich habe es in meinem Video extra zensiert. Aber wenn ich das hier sage, ja, weiß ich, Leon zensiert das nicht. Ja, aber Leon ist faul. Nee, weil Leon da keinen Fick drauf gibt. Das stimmt, ich auch nicht. Alles ankackt. Ja, ich sag auch nicht, dass es so schlimm ist, aber ich hab's einfach mal. Zur Sicherheit, zum Spaß, wie auch immer, zensiert. Alter, boah, das ist doch dann voll rassistisch. Mein dafür ist es ja sogar provokant, dass ich es auf dem Thumbnail geschrieben habe, ne? Dass auf dem Thumbnail steht N-Sternchen, what the heck, what the heck. Aber das Ding ist, das ist voll rassistisch, weil jedes andere Wort zensierst du nicht. Ach, jedes andere Wort, das ist natürlich ärgerlich. Würde ich mal jedes andere Wort lieber zensieren. Das ist es. Das wäre halt ein Let's Play, das würde ich mir auch angucken. Ja. Piep, 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 piep. Hallo und herzlich piep, 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 zum neuen Mal. Hallo, musst du auch zensieren. Ich muss das Piepen zensieren, weil das Piepen nervig ist. Stimmt. Weißt du, Leon, GTA 5 in a nutshell nach dem Doomsday-Patch, Alter. Einfach erstmal alle Passivmodus, weißt ja nie, wann du von der Orbitalkanone gesniped werden könntest. Hey, wenigstens war ich nicht gleich in meinem Basis.
Mannsbasis. Mannsbasis. Jetzt geht's ab, meine Freunde. Stimmt. Jetzt kommt das 1v1. Legenden. Kommt bestimmt wieder erstmal Cutscene. Wenn ich da reingehe. Psst, Cutscene. Psst. Echt jetzt oder Pranks? Weiß ich nicht, mal gucken. Planungsraum ist gesperrt. Oh, warte bitte, bis Lester sich bei dir meldet. Kannst du auf uns warten? Sind wir eigentlich in derselben Lobby? Nee, sind wir nicht. Gucken, wer zuerst kommt, ihr oder Lester? Ne, wir sind nicht in derselben Lobby, Leon. Und Lester ist scheiße nervig, ja, denk dran. Hört ihr mir jetzt zu? Also, wir sind in derselben Lobby, nevermind. Ja, ist auch egal. Leon hat Ahnung. Ja, wie sollen wir denn bei dir vorbeikommen, wenn wir nicht in derselben Lobby wären? Ich weiß nicht, müsst ihr nachschauen. Da brauchen wir immer noch eine Basiseinladung. Ach ja, stimmt. Ich fahr kurz zu meinem Mefflabor, um da reinzugucken. Ich lad jetzt Claudio Pedala in die Basis. Alter, nee, willst du jetzt echt mit einem Random das Geld teilen? Puh. Kannst du bitte von dem Raum ein bisschen wegbleiben? Warte ganz kurz, ich möchte nur ganz, ganz, ganz kurz bei meinem Mefflabor vorbeifahren. Komm, gib mir wenigstens die letzte Katze. Ich meine, ich bin nur 3,5 Kilometer entfernt. Ich kann doch eh noch nicht da rein. Ja, wenn sich Lester jetzt bei dir meldet und du nah dran bist, geht's bestimmt instant los. Dann kann ich's nicht sehen. Ja, ich stehe doch auch hier ganz woanders. Dann ist ja gut. Das ist ja nur, was ich wollte. Aha. Ich bin bei der extra Passiv-Mod-Störung gegangen, oder? Lester! Du geile Sau! Ich wollte halt dasselbe sagen. Ich wollte auch sagen, du geiles Schnittchen oder sowas. Mr. Crest, Alter. Übrigens, das ist unvorgeschriebenes Skript hier. Ne? Leon? Jetzt hat mich Lester angerufen, aber nur für Werbeanrufe. Stell dir mal vor, es ist weltuntergangsmäßig, ne? Du willst es verhindern, etc. pp. Und da ist ja so ein bisschen übergewichtiger alter, nicht mehr wirklich sozialer, ne? Weil er nicht unter Leute geht, nichts, ne? Sagen wir mal so, Typ wie Lester und er trägt einfach seinen Teil dazu bei, dass die Welt nicht untergeht. Lester. Hm. Der Typ war da, der macht als gäbe es keine anderen Überbrains wie Lester. Weißt du, Paige, wo ist die? Die vermisse ich halt auch. Wo ist dieser Typ wo ist dieser 4% Anteil-Typ, der das Hackenverein übernehmen kann am ersten Heister, der von Life Invader kommt, wo man das Handy ausgetauscht hat? Das ist Space explodiert. Invader. War ein gutes Spiel damals. Eieiei. Naja, gut. Erinnerst du dich damals an Space Invader, Marvin? Nee. Oh. Doch, wahrscheinlich. Ich weiß nur gerade nicht, was Space Invader ist. Doch, klar weiß ich, was Space Invader ist. War mir noch nicht ganz sicher gerade. Das hab ich mit 5 an dem Spielautomaten. Ich nicht, Alter. Weißt du noch, als du kein Internet und PC oder Laptop hattest und dann dieses Pinball-Spiel gespielt hast, dieses Weltraum 3D-Pinball? Alter, wer hat das nicht gespielt? Alter, also ich hab's gespielt. Es waren noch Zeiten Internet. Na, es gab Internet, das war ultra unverbreitet, so Internet. Ich hatte in der 5. Klasse, glaube ich, das erste Mal wirklich PC meiner Mutter an Internet. Ich war halt 10 Jahre. Wir hatten schon Internet, als ich geboren wurde, aber ich hab's halt nicht benutzt. Da war der Bildschirm noch 5-mal. Kam dann irgendwann so, keine Ahnung. Nach der Geburt noch kein Internet benutzt. What's up? Was wollte ich gerade sagen? Es gab's mal bei AsiTV, da haben wir, als ich das irgendwann mal gesehen habe, war irgendwie so eine Tochter, die gezockt hat. Ja, da hat sie einfach dieses Pinball Windows XP Spiel. Was ist das Richtige, ey? What the heck? Das war so geil, Alter. War du Hack, Mann? Nicht what the heck. War du Hack? Mit dem Motto, Mindy war mal wieder am Zocken. Hey, ich will das spielen, Alter. Dann hat zockt einfach Mindy das war so richtig schlecht. Bra. Ich weiß nicht, ob Mindy fällt mir gerade so ein. Aber das klingt schon einfach scheiße. Mindy war mal wieder am Zocken. Aber damit spielen, Alter. Piu, 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 Pinball, piu, piu. Wollen wir mal sagen? Das war wirklich cool. So, warte, ich kaufe eben Vorräte. Oh, ich habe gerade... Sie als MC-Präsident registriert. Ich habe gerade fast wirklich welche gestohlen. Verkaufen. Achso. Ich bin einer, der bei diesen Optionen immer doppelt und dreifach guckt. Klicke ich jetzt das Richtige? Ja, du kriegst ja kurz was zu bestehen. Ich dachte, oben wäre stehlen, unten wäre kaufen. Ich habe nur oben gedrückt, ne? Dann war unten der stehlen. Du bist jetzt der Präsident von Clean Cuts. Stimmt doch gerade. Ich bin der vierte Mann. Ich bin jetzt in meinem eigenen Dingens
Club und bin trotzdem bei dir in der Base. What the heck? Leibwächt anheuern, muss ich jetzt erstmal hin. Hallo kleines Bäumchen, tschüss kleines Bäumchen. Ich kann einfach in den Raum reinlaufen, Leon, dann ist alles okay. Hey, du bist doch gar nicht hier VIP, oder ja, was? Ich bin ja trotzdem hier. VIP muss ich ja nicht dafür sein. So, was müssen wir machen? Fahrt mit dem Barrage und oder dem Kanjali zum Mount Shiri. Der Kanjali war der Panzer, wa? Begebt euch durch das Tunnelnetzwerk in die Raketenbasis. Stört Evans restliche Vorräte, findet eine Möglichkeit, die Atomraketen aufzuhalten. Deaktiviert Clifford und vernichtet alle, was auch immer, Restraketen. Weil Clifford ist der Roboter, oder? Ja, die KI. Alter, geil, vernichten. Die KI. KI vernichten, Mann. Die KI. Alter, KI vernichten. Ah, wird geladen. Schon seit verdächtig langer Zeit. Achso, die Cutscene, ne? Nee, den heißt hier starten. Ja, es geht gleich jemand los, Alissa. Cutscene und so, es müsste gleich losgehen. Nee, ich glaube, es kommen keine Cutscene. Die wäre gekommen, wenn hier Tür zu gewesen wäre. Der Heiß hat eine Cutscene, Leon. Natürlich. Ich bin nicht mitgekommen. Alissa steht, die Mission spielt jetzt den Fortschritt für die überspielt blabla komplett der Reihe nach. Bist du sicher, dass du fortfahren wirst? Bei mir steht aber komplett der Reihe nach aktiv. Alissa wird eine Meldung machen, dass sie, ob sie das überspeichern möchte. Warum bist du jetzt nicht mit reingekommen? Ja, wahrscheinlich, weil ich doch nicht noch im VIP bei euch bei dir drin war. Normalerweise könnte ich ja gar nicht in die Basis kommen, deshalb dachte ich so. Ne? Jetzt wollte nicht. Ich hab jetzt gekündigt und laufe jetzt hier in deinem Raum rum. Also, ne, wenn du raus nochmal kommst und mit mir zusammen reingehst oder sowas. Oh Gott! Hallo Leon, ich bin da, guck mal! Sid-Mode ist einfach so scheiße, ne? Bestie Mode, man, viel, man. Ich kann dich ja nirgendwo einladen, noch doch da, ich bin blind. Ah, der will mich zu gerade einladen. Das ist die beliebteste und beste Game-Show in Japan. Was? Hab ich da gerade gesagt? Weiß ich auch nicht so genau. Eyo, eyo, es geht jetzt los, mein Bro. Eyo. Ah, schau. Weil ich die Vorratsmission nicht mitmache. Was denn die Ausrüstungsmission? Ja. Warum sollte die Ausrüstungsmission mattern? Matter. Weil ich stehe mal komplett der Reihe nach zwei aktiv unten rechts. Wirklich daran? Dasselbe Crewding ist aber den Ausrüstungsmodus auch nicht verloren gegangen, sondern erst bei der Vorbereitung. Wir hatten ja auch mal diesen Dingensbonus, ne? Loyalität, der ist dann verloren gegangen, als wir bei den Vorräten dann auf einmal aufgehört haben, Vorbereitung aufgehört haben, mit den anderen zu spielen, weil die ja immer weggegangen sind. Ja, ist ja nicht so schlimm, ich spiele ja hier eher so, nochmal, dann immer nochmal richtig. Vor allem ist jetzt so, als würden wir jetzt irgendwann im Monat nochmal spielen, sondern wahrscheinlich sogar noch die Tage oder so.